Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Ich möchte gerne heute ein Update zu meinem Pen Project abgeben, denn ich habe hier meine Liste, meine Produkte. Ich habe dieses Video übrigens letztes Wochenende schon gedreht und dann wollte ich es schneiden, weil es ja morgen Sonntag online kommen soll. Und habe festgestellt, meine Kamera hat mich nicht fokussiert. Ja, so kann es dann gehen. Es ist beim Drehen nicht aufgefallen. Es ist so ärgerlich, wenn man ein Video umsonst dreht. Das ist echt, ja, man ärgert sich. Deswegen sitze ich hier jetzt noch einmal und werde euch die Produkte halt nochmals zeigen. Ich habe sie schon alle ausgewogen, werde euch einmal sagen, was sie jetzt wiegen und was sie vorher gewogen haben. Und ja, ich kann euch gleich sagen, es hat sich nicht viel getan, denn ich habe mich 2-3 Wochen fast gar nicht geschminkt, weil ich eben mit Corona infiziert war und flach gelegen habe. Es ging mir nicht gut und ich habe mich nicht danach gefühlt, dass ich mich schminken möchte. Von daher hat sich halt diesen Monat nicht viel getan im April. Deswegen wird es hoffentlich jetzt Mai besser werden, denn ich bin jetzt gerade schon wieder fleißig dabei, die Produkte zu benutzen. Also, fangen wir einfach mal an mit meinem Parfüm Queen of Life. Ihr seht, da ist echt nicht mehr viel drin. Und ich hatte, also heute ist der 6., 7., welchen haben wir denn heute? Heute ist der, Moment, 7., Heute ist der 7. Mai und ich habe die Produkte am 1. Mai gewogen, also vor 6 Tagen. Ne? Logo, habe letztes Wochenende gedreht. So, das Parfüm Queen of Life hatte vorher 186 Gramm, ist jetzt bei 183 Gramm. Da habe ich 3 Gramm benutzt. Ja, ich glaube, jetzt ist natürlich noch wesentlich mehr, aber es geht ja jetzt einmal um das letzte Update, quasi letztes Video. Als nächstes kommt mein Rival Loves Me Pastel Breeze. Das ist letztes Mal bei 59 Gramm gewesen, ist jetzt bei 56 Gramm. Da habe ich quasi 3 Gramm verloren. Dann habe ich hier meine Glam Beige Foundation von L'Oreal. Da hatte ich beim letzten Mal 22 Gramm. Habe quasi 1 Gramm benutzt, ist jetzt bei 21 Gramm. Mein Concealer, da ist er, von Wet n Wild, der ist jetzt wirklich fast leer, also das sind jetzt wirklich nur noch die letzten Reste, die da rauskommen. Da hat sich auch 1 Gramm getan, letztes Mal waren es 22 Gramm, jetzt sind es 21 Gramm. Der Essence Fresh and Fit Awake Primer hatte vorher 31 Gramm, jetzt immer noch 31 Gramm, also den habe ich auch im April gar nicht benutzt gehabt, von daher konnte sich da auch nichts tun. Das wird dann jetzt wieder besser werden. Die Rival Loves Me Eyeshadow Base habe ich ein paar Mal benutzt, hat sich aber leider gar nichts getan. Vorher waren es 16 Gramm, jetzt sind es immer noch 16 Gramm, also ich glaube, das ist auch schwierig, dass da was passiert. Mein Puder. Da bin ich wirklich sehr, sehr fleißig. Allerdings ist es, glaube ich, jetzt schon sehr schwierig, das noch weiterhin zu benutzen, denn es ist schon so weit am Rand, dass es mir jetzt kaputt bricht. Ich habe vorher 47 Gramm gehabt, habe jetzt 2 Gramm verloren, also 45 Gramm. Es ist mir jetzt aber auch teilweise schon was rausgebrochen, weil es halt eben so dünn ist und ich habe es immer in meiner Handtasche und ich glaube, das ist auch nicht so dolle, aber ja, wahrscheinlich werde ich es gar nicht ganz aufbrauchen können, weil es vorher total zerbröseln wird, leider. Dann habe ich hier meinen Eyeliner, den habe ich jetzt im Mai wieder täglich benutzt und zwar ist das hier von L'Oreal der Ultra Precision Eyeliner. Da hat sich allerdings auch nichts getan, waren vorher 12 Gramm, immer noch 12 Gramm, aber jetzt im Mai habe ich den wieder täglich benutzt und mal schauen, ob beim nächsten Mal was passiert ist. Dann habe ich
Genau, ich hatte die Under-Eye-Base von Trended Up. Die habe ich leider schon aussortiert letzte Woche. Ja, das war dieses blaue, diese blaue, quasi wie so ein Concealer, ne? Diese Under-Eye-Base mit so einem bläulichen Schimmer, die habe ich aussortiert. Ich habe sie wirklich die letzten 1,5 Monate nicht einmal benutzt und ich habe ihn jetzt aussortiert. Weil was soll's, wenn ich ihn nicht benutze, dann kann er auch weg. Und ich habe mir jetzt hier von NYX dafür das Lippenöl reingenommen. Das ist auch jetzt bei mir im täglichen Gebrauch. Und zwar ist das ein Startgewicht von 15 Gramm. Und zu guter Letzt meine Super Curl Mascara von Essence. Da hat sich auch nichts getan. Es waren letztes Mal 20 Gramm. Es sind immer noch 20 Gramm. Aber die ist auch im täglichen Gebrauch. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem schnellen Update zu meinem Pen Project. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr in 4 Wochen wieder zum nächsten Update einschaltet. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Muttertag. Genießt es, habt einfach eine schöne Zeit mit eurer Familie und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag, bleibt mir alle gesund und ganz, ganz liebe Grüße von mir an euch. Tschüss!